Der Waffendealer sieht überhaupt gar nicht aus wie Curtis. Guckt die an. Tut er nicht. Po'ak bitubu. Nein, tut er nicht. Ist nicht 1:1, ist eine Lüge. Allein das Kinn ist ganz anders. Ach, ihr seid einfach Ärgerer. Keine Tinkepäckchen mehr für euch, ganz einfach. So sieht's nämlich aus. Absolute Lügner. Da gucke ich, was ist heute Montag? Dienstag ist ja sowieso Freimittwoch. Ich mache jetzt den Waffendealer fertig. Vielleicht sehen wir den sogar schon Donnerstag. Klappe, Da Vinci. Ihr kriegt keine Tinkepäckchen mehr. So sieht das nämlich aus. Kühlschrank war nicht offen. Weg vom Kühlschrank. Keine Tinkepäckchen mehr für Ärger, Chat. Ihr seid böse, was ist das denn da oben? Assalamu alaikum. Ja. Hallo. Hallo. Was geht ab? Wer ist denn der Typ da oben? Welcher? Das ist Phil. Also, komm, wir müssen zum Gespräch. Bitte was halt für ein Gespräch? Mit Maria, mit Freundin, Halbfreundin, die Stripperin aus dem Unicorn. Also, wir brauchen noch eine Karre, weil der John eingepackt werden muss. Also muss einer bitte andere Karre fahren. Danke, danke, danke. Der muss eingepackt. Was willst du von mir, Junge? Alter, erklär mal mehr. Wo warst du gestern, Perlner? Ihr sollt einer so einsteigen und einer soll hinterherfahren mit einer anderen Karre. Also, nee, mach ich nicht. Ja, dann bleib hier. Muss das ein Viersitzer sein? Was? Nö. Dann fahr ich zum Turno. Wir packen keine Frauen ein, wir reden mit denen, wir packen John ein, weil er im Kleidungsladen ist. Jetzt steig ein, Mo. Nö, ich will den doch nicht fahren. Der ist kacke. Warte, ich muss mir ein Auto suchen. Ich hab den Schlüssel nicht. Ich fahre am T20. Okay. Ja, sehr schön. Ich kann immer nur double shiften, Alter. Ui. Ja, einer bei Kurtis in der T20 und hier einer. Ein Schiffke. Stopp. Auf. Hast du auf? Ja. Ist doch auf. Oh ja, ist auf. Fahren wir? Ich hab keine Fragen. Irgendwas mit Frauen. Dicker Wagen. Danke. Den hab ich gar nicht gekauft. Das ist eine Lüge. Der stand schon vorhin im Park. Also. Und wie geht's? Alles fresh. Exciting. Ist okay, wenn du mich nicht fragst, wie es mir geht, ne? Dir geht's doch wunderbar. Sonst hättest du nicht einen neuen Wagen gekauft. Boah, oder sei denn, dir geht's voll schlecht. Du kaufst dir einen neuen Wagen, damit es dir besser geht. War das so ein Ding? Was? Ist okay. Wie fahren die da? Ja, schlecht.
Was ist denn hier los? Wieder Gambo? Das ist Was ist denn das für ein Gambo hier? Ja, ich weiß nicht. Der Sterling ist Verwahrstelle. Oh, Jeff, geholf mir, meine Schulter tut mir weh. Hilfe, Maria. Dankeschön, der Herr. Hallo. Ui. Ui, wie komme ich denn da hoch? Oh. Warum sind wir nicht hergefahren? Was? Warum haben wir nicht hier geparkt? Ja, weil wir nicht wussten, dass da eine Karre steht. Ja. Auf weiß ich nicht was. Achso. Ja. Boah, wo sind die denn? Euch. So anstrengend. Da oben, rechts stehen zwei. Ich will die Beine nicht trainieren. Ach, da komm, oben. Hier bei mich bei. Ich hab keinen Bock zu klettern. Mein Trainingsanzug ist zu chill neu heute. Gegenschlag heute. Runterkommen, Alter. Meine Güte. Mo, warst du gestern im Penner? Was? Stichlässer Pommes. Ja. Ey, sei ruhig, ja. Ey. Du Arsch. Hast euch alle. Kann mir mithelfen? Ja, wo ist er? Ja, komm hoch. Ich zieh am Rüssel. Ja, schön. Weiß nicht. Hi, was ist denn hier für eine... Ich? Ja. 50k, das knallt. Nein. Aber okay. Hallo. So, wir hatten heute schon ein nettes Gespräch, aber jetzt rede ich ein bisschen Tacheles, weil ich wurde angelogen, zum Teil so ein bisschen halt auf jeden Fall. Weil... Ja, aber bitte auf alles jetzt. Ich okay. Zermarte mir die ganze Zeit den Kopf. Wegen du hast Tablette mir schon gestanden, dass einer von euch diesen Reuter angeschossen hat. Bald legen! Nein! Ja, um den handelt es sich eigentlich. Und ach so, um den Reuter handelt es sich. Ja, richtig. Ach so. Und ja, Auland. Deswegen wollen wir mit dir reden. Hör auf! Entschuldigung. Und dass es eigentlich ziemlich scheiße ist, wenn du einfach einen Medic da anschließt, obwohl... Du hast mir auch gesagt, dass du ja weiterhin da arbeitest, ne? Ich war nicht mal mit dabei. Ja, also weißt du doch, wer das war. Ich war in der Zeit in Palito. Ja, und vorhin hast du mir gesagt, du wüsstest nicht, wer den angeschossen hat. Und dann hast du mir gesagt... Leia, Pans on fire. Und dann hast du gesagt, Massimo oder dieser Anton Klein hat ihn angeschossen. Nein, also weißt du ganz genau, wer das war. Ich hab gesagt, Ryan Trigger und Massimo waren mit ihm unterwegs. Aber ich weiß nicht, welcher von beiden es getan hat. Ich hab wieder keine Ahnung, was geht. Ihr wart mit dem unterwegs? Hört sich auch nicht. Kein Problem. Ist das da, was du uns sagen möchtest? Ihr wart mit denen unterwegs? Nee, also... Ah? Also der Abend. Ich habe mich mit ihm getroffen. Bitte, warte. Was habe ich dir vorhin gesagt? Bitte lüg mich nicht an, sonst würde ich wütend. Ich möchte gerade die komplette Story erzählen, drumherum. Also okay, dann hol aus. Ich habe Buch mit... und... Jetzt auf, bitte. Dann muss ich wollte eigentlich nach langer Zeit das endlich mal klären, weil zu mir gesagt wurde, ey Maria, der Reuter redet scheiße über dich hinter deinem Rücken. Und der hat das und das an Mel mitgeteilt. Der Bild flackert wegen der Tablette, die ich genommen habe im Spiel. Verstehe, weil sie halt immer so mies über mich labert. Die war ja voll damit Mitglied. Also verständlich ist das. Das ist ein Lügenbarone. Und ich habe halt mich so ein bisschen bei Reuter ausgekotzt gehabt über Mel, weil sie halt scheiße über mich gelabert hat. Und dann kam halt der Verdacht auf, dass er halt die Sachen an Mel gelabert hat, weil Mel mich halt genau mit diesen Worten, die ich zu Reuter sagte, halt angelabert hat. Also beziehungsweise hat mich angeschrien gehabt. Und... dann war noch irgendwas anderes, das weiß ich aber nicht, das weiß Massimo nur. Und dann. Jetzt so dumme Missgestalten, ne? Hä? Oh, könnt ihr bitte aufhören, das triggert mich ohne so gut Boden. Ja, genau, also halt auf zu lügen! Hört auf! Nein! Nein! Ich glaube, wir müssen dich mal zum Psychologen bringen. Ob du Tourette hast. Ich trete dich jetzt in den Scheiß. Ich habe das Pool rein! Aua! Das war der Fall. Ey, du. Boah, da hab ich aber nur mal Glück gehabt. Ich wollte es nur sagen. Nicht, dass er gleich hier irgendwie ertrinkt. Es wäre schon zweimal was passiert. Ja, Mo, zieh deine Schwimmflügel an, du Wichser. Ey, was laberst du? Auf jeden Fall habe ich dann halt zu mir, du Frege, Alter, weil ich zu dem Zeitpunkt erzählt hatte. Boah, jetzt benimm dich mal. Dann habe ihn gefragt wegen dem kleinen Gespräch.
ob das in Ordnung ist, ob ich mich mit ihm kurz treffen kann. Und ja, dann gab es halt dieses Gespräch. Ich habe das mit Reuter auch geklärt gehabt. Also eigentlich bin ich cool jetzt mit ihm wieder. Neutral halt. Danke. Und dann war Mel dabei. Und dann hat er darauf plädiert und mich dazu gedrängt, dass ich mit Mel rede. Was ich ja nicht wollte. Dann habe ich halt wieder mal anfangen müssen im Gespräch. Und dann habe ich gemerkt, dass Mel schon wieder gelogen hatte. Mit einer Aussage komplett. Dann hatte ich schon keinen Bock mehr. Das war dann auch komplett irrelevant. Das Gespräch ging im Nichts einfach aus. Sagen wir es mal so. Und dann sind die halt weggefahren und ich bin dann im Paleto noch gewesen, weil ich ja noch im Dienst war, habe meine Akte noch dann nochmal geschrieben gehabt, die ich davor eigentlich schon gemacht habe. Da habe ich gesehen, da fehlt noch was, bin dann nochmal rein, bin nochmal im Dienst und dann habe ich Hans angerufen, dass der mich vom Paleto abholt. Ja. Und danach war ich bei Hans. Im Guardian mit 4 Personen oder so. Und der hat mich dann vom Paleto bis an mein Haus gefahren. Und ansonsten ist dann am Abend nichts mehr passiert? Ja, bei ihr ist also nichts mehr passiert, aber dann ist bei Massimo noch was passiert. Das Ding ist, der Hase hat eigentlich nur seine Hilfe angeboten gehabt. Unser Hase? Ja, hör auf, den Hase zu nennen. Ich bin verwechselt, das immer. Das ist Massimo hat eigentlich... Unser Hase macht gar nichts. Massimo hatte eigentlich seine Hilfe angeboten gehabt für eine Person. Weil er sich wohl. Ich mach doch gar nichts! Das ist der Stöpsel im Pool! Er spielt sich sehr oft im EMS und sagt wohl zu anderen, er sei untastbar, unantastbar und unerreichbar und ihm könne keiner was und rühmt sich wohl. Ich krieg gleich in die Fresse out. Ja, und das war halt eigentlich der Punkt. Und dann, ja. Kannst du weiter erzählen? Ja. Unter anderem dieser auch genannte Ryan Trigger. Wie heißt der? Ryan Trigger. Ja. Der heißt Ryan Trigger. Oh, wow. Keine weitere Frage. Jetzt ist weiter gut. Der ist kaputt. Das ist ein Bruder von der Maria, ne? Mhm. Ja. Das ist der Sohn von Metagaming. Das ist ein reiner Zufall. Oh, fuck. Der hat gedauert. Ist er auch mit Andy Theke verwandt? Nee, aber mit Herr Alan Bogan. Okay, können wir bitte weiter am Text? Danke. Ja, es gab ein paar Leute, die eben wollten, dass Reuter mal aufhört mit seinen Lügengeschichten und halt alles im EMS gegenseitig aufhetzt und ja. Und ich habe Ryan geholfen. Bei dieser Geschichte, um die es geht. Aber warum hilfst du denn Ryan, wenn es eigentlich insgesamt um Maria geht? Es geht ja gar nicht um sie. Es geht gar nicht um sie. Da habe ich nichts gehört. Ich habe mit Reuter nichts mehr, komplett gar nichts nur zu tun. Ich hatte auch vorher nichts mit ihm zu tun. Mhm. Hattest du an dem Abend noch mit ihm telefoniert? Ja, natürlich habe ich mit ihm telefoniert. Nee, danach nicht mehr. Sicher? Ja, why is ganz sicher. So leise? Ich habe danach nicht mehr mit ihm telefoniert. Oh, die Nase wird länger. Und nein, habe ich das Beste verpasst. Hat er dir nicht erzählt, dass er jetzt ins Bett gehen möchte, deswegen ihr dann in seinem Haus aufgelauert habt? Das hat er davor schon gesagt gehabt, aber das war mir relativ egal. Hm. Weiter im Text. Ja, und dann haben wir stundenlang an seinem Haus gewartet. Ja, und ich war im BCMS um Paletto. Derzeit wusste ich nicht, was meine Frau irgendwo wie tut. Wer ist denn deine Frau? Die da neben mir. Und wieder getroffen habe ich meine Frau dann in der Werkstatt, Loli. Bin er da mal ausgefahren von Hans-Peter? Das könnt ihr ihn mir auch gerne fragen. Danach, da habe ich mein Auto genommen und bin zur Lolli gefahren. Weil da mein Bruder arbeitet. Mein anderer Bruder. Wie viele Brüder hast du? 4? Halbe Großfamilie, halbe Junkie. Richtiger Hamadini.
Okay, gibst du dich damit zufrieden? Ja. Also ich glaube, die lügt. Jonathan, du musst mir das erzählen jetzt, ne? Wer ist Jonathan? Der Jon ist sogar nicht da. Ach so. Hä? Jonathan, du musst mir das erzählen jetzt. Er ist sogar nicht da. Ich bin verwirrt. Jonas Meyer, du musst mir erzählen jetzt. Ja, der war halt dumm, ne? Könnt ihr lauter reden? Ich warte im Auto. An sich, das deckt sich halt schon so, aber das ist... Du kannst dich nicht benehmen, Mo, ne? Halt die Schnauze. Ich sehe doch, wie du deinen scheiß Finger die ganze Zeit in den Mund schießt. Ich mach das nicht. Nein. Das ist der Gullideckel da. Ja, ach so, okay. Ja, warum kann ich mich da nicht benehmen? Was mache ich denn? Da bin ich da. Du machst die ganze Zeit so... Und dann... Ja, wie gesagt, der wurde angeschossen. Entweder durch Ryan Träger oder... Soll ich dich massieren? Kann ich sagen, ja, das Ding ist mich. Halt, dass es uns halt gesagt wurde. Peekaboo. Beziehungsweise uns mitgeteilt Peekaboo. Wurde. Und dann kam halt von EMS mit... Unter anderem halt Mitarbeitern der Wunsch, es könnte ihm ja mal was passieren, aber nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes und dann schießt er ihn an. Ich war nicht mal dabei. Das ist prima. Boah, ein Schuss? Ja, ein Schuss. Ich kann, also... Das ist schon ein Schuss zu viel. Warum schießt du auf Mediziner? Die helfen Leben. Auch. Ihr müsst nur unsere Lage verstehen. Lasst die Finger von den Typen... Fuck den nicht mehr ab. Ich bin durch damit. Ja, aber er ist noch nicht damit durch, weil er ziemlichen Hass jetzt auf euch hat. Das heißt, er war das nicht mit den Baseballschlägern, richtig? Offensichtlich nicht. Okay. Da kommt einer, soll ich ihn abknallen? Wo kommt jetzt... Ey, der kannst du keinem erzählen. Tag. Ich bin verwirrt. Das ist unser das DJ. Ist unsere Technik. Wir kommen überall aus den Löchern und sind komisch. Wir haben euch im Blick. Wir sind Verwirrungstaktiker. Wir werfen Glasauge. Ja, und der hier ist ein Zauberer. So. Jetzt sind wir auf den Nenner. Massen hat ihn angeschossen. Der Typ hat immer noch Hass auf dich. Mhm. Das ist nicht cool. Ja. Ja. John. Also ich kann euch nur so viel noch mit sagen. Ich finde das sehr gemein von dir, dass du uns anlügst, ne? Wieso anlügst? Du hast mich angelogen, Maria, ne? Nein, du hast erst gesagt, du weißt, nicht. Du hast die ganze Zeit gesagt, du wusstest. Da kann dir der Santano nicht mehr helfen. Aber ich hab das rausgelockt. Ich weiß nicht, welcher von beiden. Ja, aber am Ende, nachdem ich dann nachgehakt habe und meine schlauen Taktiken angewendet habe. Ja, weil ich nachgedacht habe, in meinem Kopf. Ja. Erstmal wolltest du keinen Namen nennen, das war schon der Fehler. Ehrlichkeit ist immer der beste Weg. Ich weiß keine Namen, ne? Hä? Ja, sonst hättest du direkt gesagt, das war einer von den beiden. Und Ryan. Ja, aber erst zum Ende. Wir schicken den Hasen. Egal, jetzt wissen wir eh alles. Ja, natürlich. Doch, kein Thema. Doch. Aber jetzt... Das ist noch immer ein Thema. Jetzt stehen wir in der Misere. Wir müssten theoretisch... Oh, Misere, der Herr. Hat euch ein bisschen Wörter bestrafen wieder. Dafür. Ja. Auf den Popo hauen. Dann go for it. Nein. Du. Dann fängst du wieder an zu weinen einfach. Vor meinen Füßen. Das, Hase, er hat oder du fängst an zu tanzen. Ja. Ich hab schon mitbekommen. Dann bestrafe aber mich, weil sie hat damit immer noch nichts zu tun. Ja, richtig. Ja, sie hat ja immer noch dann dir die Info gegeben, dass er da wieder pennen möchte, so dass du Bescheid wusstest, wo du warst. Nein, wir saßen seit Stunden vor seinem Haus. Habt da nichts anderes zu tun oder was? Was ist denn mit euch? Wir haben ihn gesehen, wie er beim PD war, dann wussten wir nicht, wo er hin ist, und dann dachten wir, irgendwann kommt der gute Herr auch mal nach Hause, und da es kein Geheimnis ist, wo der gute Herr wohnt, haben wir am Haus gewartet. Wir dann erstmal 4 Stunden Tetris auf dem Handy zocken. Aber warum habt ihr dem was getan? Was hat er gemacht? Ich habe nicht zugehört. Also der Grund, also es waren halt sehr viele Leute, die sich ja darüber aufgeregt haben, dass er sehr großkotzig sich im EMS aufführt und sehr Dings, dann hat er Aussagen getroffen, er sei unantastbar und ihm könne ja keiner was. Und aber wenn du danach gehen würdest, müsstest du die ganze Insel einstampfen. Er hat sich halt extrem damit gerühmt und hat halt andere noch in Pfanne gehauen, hat andere verraten im EMS. Solche Dinge. Es geht ja darum, Ryan, der auch dabei war, hat seinen Job verloren, weil der Ryan Trigger? Right.
Können wir auch hören, aber Massimo, warum hängst du noch mit diesem Ryan Trigger da rum, wenn er jetzt bei der ODM ist? Genau, triggert nur. Wir sind doch die fucken heute ab. Ist, er ist ja nicht mal derjenige, der so komisch ist bei ODN. Ja, ist aber die sind alle schon. Ein riesiger Lügenhaufen. Die haben gestern mit das Wasser geworfen. Das ist Folder 2.0. Er hat also immer noch. Der eine also gestern hat sich in der Mauer versteckt und seinen Schuh geworfen. In der Schießerei. Wer hat mit seinem Schuh geworfen? Eine von ODN. Der hat seinen Schuh nach mir geworfen. Genau mit den geworfen. Zum Glück hat ich Bauarbeit daheim auf. Ja, weil der nicht wusste, wie man schießt. Hat der Schuh genommen und hat angezogen. Jetzt reicht's langsam. Okay, ich mach das jetzt zu Ende. Ich hab keine Lust mehr. Oh. Der Typ musste seine scheiß Krankenhausrechnung bezahlen. John weiß den Betrag. Das würden wir gerne zurückgestattet haben wollen. Achso, ja klar. Kein Thema. 500 außerdem Millionen. Können wir euch noch anbieten. Du bist ja vorhin zusammengebrochen vor uns. Hast gesagt, das fuckt dich alles ab, auch mit der Situation mit ODM. Da haben wir schon unsere Finger am Spiel, wir können die Scheiße regeln, dass sie euch nicht mehr anfassen. Das würde natürlich aber auch Kosten mit sich haben. Ja. Hast du gerade Burger hinter mich geschmissen? Da! Rutsch bloß nicht aus. Und wir können eigentlich euer Leben ziemlich viel einfacher machen, wenn ihr uns nur die Wahrheit zeigt und uns eine gewisse Summe dafür bezahlt. Also ich sag mal so, ich habe zu keinem Moment gelogen und wie gesagt, ich wusste von dem Ganzen nichts, dass wir da stundenlang schimmeln, weil ich wusste gleichzeitig auch nichts, dass meine Frau... Ich dachte, ihr habt gewartet und jetzt sagst du, ihr habt geschimmelt. Oh wow. Bei ekligen... Genauso wie ich wusste, dass meine Frau in derselben Zeit mit ihm geredet hat, habe ich keinen Plan davon. Oder wusste ich nicht. Zeig mal, ob du die Wahrheit sagst. Zeig mal Schimmelfuß. Links oder rechts? Ja, wo ist? Alle drei. Alle drei. Also wie gesagt. Ist der ein Schwein? Hat er es gehört? Wo ist der Big Mac? Was war denn überhaupt erstmal die Krankenhausrechnung, dass ich das zumindest erstmal. Ja, warten Sie, wir gehen mal kurz quatschen. Ja. Acht. Was für eine Krankenhausrechnung? Mille. Warum krieg ich nichts mehr mit? Ich auch nicht. Ich bekomm nichts mit. Was? Was? Dann ist Pause. Ihr solltet echt mal einen Stift verbringen. Was sollten wir? Boah, jetzt läuft doch schon Wasser rüber. Ihr habt Fische. Wir wollten uns eigentlich einen Hai anschaffen. Nein! Den Pool reinschmeißen. Hai! Na? Ja, von da läuft, da blubbert's doch irgendwo. Das wäre richtig cool, wenn wir hier so einen Hai hätten, oder? Führen mal die Welle mit. Ein Tigerhai. Ein Tigerhai. So, Damen und Herren. Oder ein Schraubenzieherhai. So. Der Herr Reuter hatte eine sehr schwierige Operation wegen eurem Schuss in sein Knie. Warum lachst du, während du redest? Ich lach doch gar Man nicht. Man hört das, dass du grinst. Ich hau dir ins Gesicht. Och, bitte nicht. Nicht hauen. Vielleicht hast du nichts mehr zu Wenn du mich ins Gesicht hast, fick ich deine Mutter. Wenn du mich noch einmal unterbrichst, dann fick ich dich. Ruhe! Danke, Tüfke. So. Der hatte eine sehr schwerwiegende Knie-OP, hat immer noch Probleme da. Ich möchte mich hiermit heute offiziell entschuldigen, dass ich Ärger... Okay, aber nicht von dir, Kollege. Du bist ausgeschlossen. Ich guck von hinten zu. Jetzt halt bitte die Fresse, sonst flipp hier gleich aus und sonst muss ich wieder liegen. Ja, Sir! Naja, ich nehme das nicht so ernst. Ich habe da keine Ahnung, was da abgeht. Die mit ihren, ich knall Medics ab und so. Alter, die machen ja hier jeden Weg zu. Holy fuck. Keiner mag mich. Was? Warum rede ich überhaupt mit dir? Bring rein. Ich habe noch nicht reingemacht. Was machst du da? Hast du einen Schlag? Einen Stromschlag? Aber. Was machst du da? Hilfe! Keiner mag mich, nicht dahin. Wohin? Ja, nur wegen dem, weil dem im Pool ein Loch drin ist.
Boah, ich verstehe da gar nichts bei dem Gespräch, ne? Ich auch nicht. Deshalb gehe ich ärgern. Es wurden ja Leute umgebracht, ne? Und davon sind Freunde von den Leuten auf uns zugekommen. Die... Ja! Haben mehrere Freunde, die bezahlen halt... Hallo? Hallo, all meine Freunde sind verschwunden. Wir sind beim... Boah. Wir sind bei... In der Stadt oben bei dem Handyladen. Kommst du her? Beim Handyladen? Okay. Ja. Was über dem Friseur. So ein Gespräch mit einem Frau. Beim Handyladen? Ja. Ah, ihr seid komische Leute. Kommst du her? Ja, bis gleich. Oh, der hält seine Hand aus dem Auto. Hallo? Hallo? Ah! Ah! Was ist denn hier los? Was geht ab, Mann? Ja, was ist denn hier los? Hä? Danke für die Navigation. Keine sieht gut aus. Danke. Danke. Oh, ich. Was denn los? Oh, nee. Ich wollte mal meinen Trittlevel erweitern auf meinen. Habt ihr hier ein Problem oder was ist hier? Ja, die lügen und sagen, ne? Da vorne die da. Was? Das lassen wir nicht bieten. Lass du, das können wir uns nicht gefallen lassen. Wir haben Ehre und Stolz. Wir müssen einen Turf verteidigen. Nee. Pass mal auf jetzt, wenn ich hier bin, dann hab ich die Faxen dicke. Okay. Jetzt will ich voll aber. Wie hat der sich jetzt da hochgehoben? Was wird hier? Ihr Logan? Wo ist der Logan? Ich möchte ausziehen. Wo ist der Logan? Ich ertrag das nicht mehr. Ich bin das gut. Ja? Ja, hier das Modebewusst. Tauschen. Du ziehst zu dem und ich zu mir. Lass mich in Ruhe. Wann kommt die Mila? Ja? Wann kommst Hallo? Du? Beeil dich! Ich bin doch unterwegs! Ich kann nicht telefonieren und fahren! Warum? Weil ich auf dem Bike bin. Warum? Zum Kopf, bis gleich. Okay. Wir fahren jetzt, du Wichser! Aua! Warum schlägst du mich? Hey, Nick! Fuck, ich hab Nick gesagt. Ich warte noch. $20 und ich warte noch kurz auf Mila. $20 und ich schnappen mir. Ah, der hat mir ins Gesicht gehauen. Wer? Dafür kriegt er viel einer. Ey. Ah, Ding, ui! Du so. Gott sei Dank! Mila, Hilfe! Steig mit auf dem Moped! Schnell, schnell! Das war's. Freundchen. Ja, kannst du springen. Komm, Mila, fahr, Papa! Fahr! Ich wollte nur Angst machen. Ich schlag natürlich. Oh mein Gott, aua! Runter hier vom Bike. Jetzt hab ich die fucking Dicke. Boah, Mila, ich hasse dich, ne? Nix mit der Onkel. Nix auf mit geht's, der Onkel. Geh runter vom Bike. Aua! Fahr, Mila, fahr! Aua! Aua, ich muss mich rumziehen. Herr coole Krampi. Danke. Pass auf, Polizei. Wo fährst du hin? Weiß nicht. Wohin fahren wir? Ich will mich umziehen. Ach so, sag das doch. Hallo? Like, wie geht's? Gut, und dir? Au. Na, der hat mich in die Fresse gehauen. Wer? Pfenn. Oh. Ich mag nicht gern mit dem Motorrad fahren. Warum? Weil du fährst nicht so gut. War wohl gut. Hä? Ich hatte noch keinen Unfall. Ich nehme jetzt erst. Wo hast du die Kappe hier? Hier aus dem Kleiderladen. Ja. Ich habe Tapete genommen. Okay. Ich schmeiß das alles weg. Ich will das nicht mehr. Ich kleide mich jetzt neu. Okay. Kommst du mit?
Mila, ich will ein bisschen modebewusster sein. Ja. Kannst du mich braten? Weiß nicht. Was ist ich mit deinen Stimmen? Bist du traurig? Nein. In welche Richtung willst du denn gehen? So wie die anderen. Wie die anderen also. Ich weiß nicht. Da musst du einfach nur Bützen anziehen. Was meinst du davon? Die ist doch cool, oder? Mhm. Okay. Irgendwas, was mein Charakterbild spiegelt. Wie bin ich denn so drauf? Ein bisschen dumm. Nein, ich bin nicht dumm. Nein, du bist nicht dumm. Bin ich auch nicht. Nein, bist du auch gar nicht. Ich bin Besitzer von einem Hotel. Wer hat das gesagt? Du. Nein, Quatsch. Hier ist doch eine, die hört sich an wie, komm raus. Ich war das nicht. Doch. Nee. Guck mal. Doch, du hast es gesagt. Nein, nein, nein. Willst du dich auch umziehen? Die Tante will nicht mehr bei uns sein. Warum nicht? Weil die sagt, wir sind dumm. Wer ist dumm? Ich bin nicht dumm. Das wird die auch gar nicht zu mich sagen, weil ich bin ihre besteste Freundin und wir drücken uns immer die Pickel am Rücken aus. Das nicht irr. Du? Das ist, was Menschen verbindet. Kleber verbindet Menschen. Ja, auch. Und Pickel. Ausdrücken. Wenn die platzen. Der Platz. Mein Handy klingelt. Ja, dann... Nö. Ja. Okay, dann geh nicht an. Was hältst du warum von so einem hier? Das sieht gut aus. Mhm. Bin mir nicht sicher, passt das? Ja. Mhm. Das sieht gut aus. Ja, okay. Polunder und kurze Hose. Aber in weiß? Ja. Weiß passt doch zu allem. Warte. Obwohl, können wir zum Kampi laden? Mhm. Mach sofort die Schlüssel für den Foodtruck nach, ich hab Hunger. Okay. Kannst du zum Kapi laden? Kannst du bitte zum Kapi laden? Boah, kannst du bitte Kapi laden fahren? Kannst du bitte zum Kapi laden? Ich fahr gleich nirgendwo mehr hin. Why? Kannst laufen. Du bist nur eifersüchtig. Warum eifersüchtig? Weil du zum Kapi laden willst? Na wohl, ja, fahr zum Friseur, ich mach mir nur Frisur. Okay? Hm? Fahr zum Friseur, bitte. Ich ja, mach da mir ist nur. Einer um Ecke. Ich mach mir nur Frisur. Okay. Willst du erst Kapilladen oder nein, erst Friseur? Nein, Friseur, nur Friseur. Bitte. Nur Friseur? Kein Kapilladen. Ja. Boah. Sag, spürst du den Zitter, ist mein Freund. Warum fahr ich dann direkt? Ach, scheiß drauf.
Wo fährst du hin, bitte zum Friseur? Ja. Komm zum Friseur. Keine Sorge. Nerv ich dich? Manchmal, ja. Aha. Aber das ist okay. Mich nerven manchmal viele Leute. Okay. Warte hier, ich brauch dich. Ach so, jetzt lässt du... Boah, dann komm doch mit. Komm doch. Nee, zu spät, jetzt will ich gar nicht. Komm. Nö. Geh und mach deine Haare. Komm mit jetzt. Nee, die Konkurrenz kann das schon besser. Komm, ich mach dir einen Curtis. Komm, du musst mich schneiden. Kappe aufmachen wieder. So. Ich will dir was Ausgefallenes. Eine Perücke. Okay. Okay. Mhm. Zeig mal. Wir hätten diese. Ja. Hast du denn diese? Mhm. So was hätten wir auch. Okay. Wie wär's hiermit? Okay. Die hier mag ich sehr. Oh, das ist der Washington, ne? Aha. Präsidenten. Wie wär's hiermit? Oh, die gibt. Kann ich die haben? Ja, okay. Und auch die Farbe, oder? Na klar, oder? Okay, ich. Also ja, okay. Okay, dann will ich die haben. Kannst du die draufkleben? Ja, das macht dann einmal $5,000. Okay. Hält die auch? Ja, ja, klar. Was war das denn? Was war Hast du eine Katze gegessen? Nein. Okay. Warte, mein $5,000. Ja, bekommst du gleich. Kann wir noch zum Dings fahren? Klamotten laden? Klamotten laden. Boah. Können wir noch hier? Können wir noch damit? Vielleicht dreimal zum Maskenladen? Willst du ein Pingepäckchen? Ja, vielleicht. Mila, hier vorne ist Klamotten laden. Hier vorne? Vor unserem Hotel. Nee, du fährst falsch. Ich gehe kurz eine Sonnenbrille kaufen. Aha. Findest du meinen Pferdeschwanz schön? Ja. Tag, Sam. Hallo. Guten Tag. Ah. Ja. Konnichiwa. Konnichiwa. Ja. Ja, kann ich mal. Okay. Ich sehe schon, ihr beiden versteht euch. Na klar. Toma, der hat so. Ah, genau. Okay, mein Freund, ich wünsche dir was, ja? Mach's gut. Diese Scheiße! Hey, alles wird wieder gut. Ey, die haben ja eine Ordnung. Wer ist das da? Nee, ich kenne nur einen. Hey! Von welchem Motorlader hast du die? Der ist von Hyundai. Von Hyundai? Ja. Wirklich guter, ja? Ja. Ich will auch kaufen. Wie viel hat gekostet? 60.000. Oh, teurer, aber auch nicht teurer. Ja, aber gibt's auch noch mal in Kürze, aber die kostet 75.000. Oh. Cool. Auf jeden Fall fahr viel Spaß euch noch. Danke. Ja, hau rein, Alter. Hau rein. Ah, ich war. Oh. Danke. Der kann bestimmt Karate. Ich glaube, der kann gar nichts. Doch, der sah aus wie ein Karate-Meister. Befindest du meinen Zahnpille? Ja. Was jetzt? Nach Hause? Möchtest du vielleicht noch zum Friseur? Mhm. Okay. Danke fürs Fahren. Soll ich dich massieren? Mhm. Du
bist ganz schön schnell unterwegs. Nee, gar nicht. Und wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ich hab heute nichts gemacht. Ich auch nicht. Du, $5,000 musst du mir noch geben. Ich nichts muss gleich erst ins Krankenhaus. Aber so teuer war meine Krankenhausrechnung gestern. Was kann ich dafür? Ja, musst du zahlen. Wo komm ich denn hin, wenn ich immer alles alleine zahlen muss? Oh, das Krankenwagen. Oh, oh. Ui, wo der wohin will. Komm, wir gucken. Aber ich... Okay. Pass auf. Da vorne. Ui. Wow. Ui. Wow. 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 Ui. Wow. Wow, wow. Spannend, spannend. Milda, wo fährst du hin? Wo fährst du hin? Ich fahr hin und rein. Weiß ich nicht, Daisy, vielleicht nachher? Wenn ihr auch Bock drauf habt. Boah, mich triggert hat, wie die fährt, ne? Boah. Boah, was ist mit dir? Ab heute nennst du mich Ronny. Doch. Ganz bestimmt. Lauf wieder vor, als hätte ich die Tüten in der Hand, ne? Lack, Schnecke, springe rein. Wo fährt ihr hin? Codys. Ah. Codys? Und was mit denen vorne? Hast du das jetzt auch gefunden? So stolz zu laufen, Junge. Ja, ich hab mir von der abgeguckt. Das verfallen ist, ne? Kann ich mitkommen? Ja, ja. Stell ich doch rein. Na klar. Was mit den anderen? Ja, keine Ahnung. Die können doch auch mitkommen. Mila hat mir Haare geschnitten. Ja? Hat die lang geschnitten, ne? Ja. Ja, ja. Mit Bastelschere. Hat die Pferdehaare da dran geklebt? Ja. Die Haare sind das wunderschön. Ist das ist nicht hässlich, das ist wunderschön. Ich wünschte, ich hätte im echten Leben solche Haare. Damit ich immer so machen wir die in meinem Gesicht. Ach so, Entschuldigung. Hä, ich will doch nicht so ein Tankstellenfraß essen. Oh mein Gott, ja, Entschuldigung, du bist ja Besseres. Ui. Nee, das... Meine Fresse, ey. Was machst du? Du hast den Roller umgefallen. Mein Gott, das ist wie bei alles Atze, alles gut. Du hast den Roller umgefahren. Wo ist er? Tag. Oh, Pauli Bunker, was geht ab? Was? Nee, nee. Was denn? Warum lacht der? Mila? Jenkins, pack. Ich hab Drip. Was ist der Roller hin? Der steht doch da. Ey, das ist der Jupp. Der Johnny hat den Roller umgefahren. Das ist ja Johnny. Oh, man kann es viel besser lesen jetzt. Dach Johnny, mir gefragt. Was hast du gerade zu meiner Karre gesagt, Kollege? Dreckskarre, fahr die Karre. Dreckskarre? Keine Fresse! Kein Schlägerei im Fall. Was? Was? Ich kann dir Hausverbot erteilen, das ist gar kein Problem. Ja, ist kein Problem, ich kann dich abknallen. Oh, hey! Mach mir hier nicht einen auf Weltmeister, hast du verstanden? Dach Johnny. Vollpfosten. Oh, komm schnell zu Coldies, hier gibt's Ärger. Nee, war wirklich? Ja, der Johnny hat gehauen. So. Gegen wen? Den hast du eine gezogen. Gegen den Burgerbalter. Hey, Curtis. Ja. Oh, warte mal, haben dich die Hustler angesprochen wegen der Flag?
Oh, wir kennen schon. Ich hab diese uns ist es ja scheißegal, wir beanspruchen das ja nicht. Ich hab gesagt, dass wir die auch ab und zu malen haben. Ja, okay, weil die sagen, das ist abgesprochen. Wenn das nicht abgesprochen ist, dann lügen die mich an. Ich hab denen, ich hab denen gesagt, dass wir die auch tragen. Also. Jo. Ja, gut. Ja, eigentlich ist es ja Wayne, wie gesagt, nur ein paar tragen die okay. Aber. Jupp. Gut, das wollte ich wissen, danke. Tschüss. Gleich. Jupp. Der Johnny darf den nicht einfach hauen, ne? Jupp. Ich bin nicht Jupp. Wie läuft der Baccarat-Club? Ich bin nicht der Jupp. Wie läuft der Baccarat-Club? Es ist der Auspuff in der Krähe. Mila, warum? Du hast gesagt, das sieht gut aus. Das sieht super aus. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich brauche noch Kopfhörer. Ja, Tyrese ist noch bei uns. Der kommt ab und zu mal im EP. Man darf bei Cody nicht hauen. Warum eigentlich... Oh, ich drücke immer Tab. Warum eigentlich Flipflops? Einfach barfuß. Na? Ja. Der Jupp, der war so romantisch, der hat sich beim Bumsen so ja die Socken ausgezogen. Ich liebe dich jetzt noch viel mehr, weißt du das? Ich kann jetzt nur Kopfhörer kaufen. Ja, und hol dir bitte was Rotes und dann machen wir die Blutwurstrute zusammen. Okay? Okay, okay, tschö. Es sieht voll gut aus. Was ist die Scheiße? Ja. Hallo? 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 Ja. Oh, wort, Digga. Juni hat gerade bei Cody geprügelt. Geprügelt? Ja. Mit wem? Der hat den Bürgerbart gefallen. Warum? Weil der frech war oder so, keine Ahnung. Komm zu Cody. Okay. Tschüss.
Tschö. Hi, Jupp. Der hat die Bauarbeiter-Kopfhörer auf. Ich glaube, der hört uns nicht. Ja, was geht ab? Hallo? Hallo? Mach mal die Kopfhörer. Wollt ihr nichts essen? Doch. Dann nicht. Alles klar. Wo ist meine Waffe? Hi! Was? Grüß dich! Dieser Pferdeschwanz! Haben wir auch Hunger? Ja. Hab ja die Menü bestellt, bin born ja die. Dann nicht. Ich glaub, der hört dich nicht. Hä? Doch, doch. Jetzt hast du gerade dahin gemacht? Ja? Warum seid alle so still? Nee, ich bin nicht still. Mach Kopfhörer von deinem Kopf. Hallo, Curtis? Ja, hallo? Was denn? Geh nicht an meine Ohren dran. Du musst Kopfhörer abnehmen, sonst hörst du nichts. Ja, ich glaube, der ist unser Menü auf. Na, no, na, no, na. No. Ich glaube, Johnny hat den kaputt gemacht. Hätte den jemand nicht gehauen. Wo ist der Johnny? Außen. Mit Cody reden. So, das ist halt schwierig. Wir haben sogar schon Flyer jetzt drucken lassen, wo wir Mitarbeiter suchen. So. Okay, pass mal auf Folgendes. Curtis. Ja? Wir haben doch ich habe mir auch Beats bei Baustelle gekauft. Hör mir mal zu, bitte. Okay. Wir haben doch vor, sowieso bei uns im Park zum Freizeitpark zu machen, ne? Der ist schon Freizeitpark. Freizeitpark, genau, ist der schon. Ich kann dir vielleicht anbieten, dass wir vielleicht deinen Laden, ne? Ja. Den vielleicht mit am Junkie Park dranhängen. Vielleicht hast du da mehr Kundschaft. Meinst du so, dass der verlegt, also sozusagen, da wird eine neue Imbissbude gebaut? Ja. Können wir doch machen. Okay. Vielleicht hast du da irgendwie mehr Kundschaft dann oder so? Ich weiß nicht, was gehört das von der Dingenzelt, von der Idee? Wir können die Toiletten abreißen mit dem Ding, ne, und da den Codys hinstellen. Entweder das oder wir haben doch. Aber meinst du, du hast mehr Kunden da? Ich weiß das nicht, aber das Problem das Ding, ist halt auch nicht mal, die warte, Kunden, warte mal, das Ding, die Mitarbeiter. Das Ding ist ja, dass wir zum Beispiel immer am Junkie Park stehen und da zum Teil aber auch Leute einfach so dazwischendurch auch mal stehen. Das heißt, du hast potenziell sowieso vielleicht noch mehr Kunden dadurch, weil die einfach nur da rumstehen und vielleicht mal was zu essen brauchen. Aber mehr Kunden sind das ist ein Teil des Problems. Naja, was heißt, ist das Teil des Problems? Ich glaube, es mein könnte Problem auch mal jemand aushelfen, verstehst du? Ja gut, das wäre eine Option, so, weil mein Problem ist eher, ich habe so viel zu tun, dass ich nur noch alleine am Rennen bin und eigentlich wollte ich, also es ist mein Plan seit 6 Monaten, den Laden so hinzukriegen, dass ich Mitarbeiter habe und mir auch meinen Tag frei gönnen kann, weißt du, auch einfach mal durch die Stadt tingeln, so wie jeder Hanswurst hier. Aber das lässt sich doch regeln. Guck mal, das also Ding momentan ist, nicht mit unseren Mitarbeitern. Okay, das welches Problem hast du? Hast du das Problem, dass Leute nicht ausliefern können? Oder hast du das Problem? Oder hast du im das Laden Problem stehen. Im Laden stehen? Zuverlässige Leute, weißt du, wenn ich heute zum Beispiel zu jemand sage, zu meinen Mitarbeitern, ich will morgen frei haben, ja, dann geht das mit ganz guter Planung, weil wir gerade so wenig Leute sind, hä? Du brauchst einen stellvertretenden Geschäftsführer. Hab ich, Jiggy. Und Jiggy hat dasselbe Problem wie ich. Jiggy und ich haben den Laden zusammen und gerade arbeitet noch Jenkins bei uns und die super unzuverlässige Amy. Also die kommt halt ab und zu mal so,
und halt Chap. Ihr kennt Chap so, der ist halt mal eine Woche da, dann mal wieder 3 Wochen irgendwie vor der Konsole versackt und dann kommt er wieder eine Woche, dann ist er wieder 3 Wochen, weiß ich nicht, vor dem nächsten Konsolenspiel versackt so. Und das ist halt in diesen Wochen, wo dann halt nur Jiggy, ich und Jenkins da sind. Und Jenkins wird jetzt bald Bulle, also sind dann nur noch Jiggy und ich da. Es ist halt super viel, weil wir ja noch den ganzen Lieferservice und so haben. Das haben wir schon outgesourced an Fahrer. Wir machen dann vormittags das Essen fertig und so. Aber abends für die Zeit, wir finden halt einfach keine Mitarbeiter für den Laden. Wir haben jetzt schon so Flyer verteilt in der Stadt, dass Leute sich bei uns bewerben sollen, einfach kurz und wir Jobs zu vergeben haben. Aber ja, keine Ahnung. Ich kann's den Leuten auch nicht verübeln, so, ne? Ich meine, die tingeln 3 Stunden durch die Stadt so und verdienen wahrscheinlich mit der Stütze ähnlich viel Geld, wie wenn sie dann noch einmal, weiß ich nicht, Erdbeeren pflücken, verdienen sie wahrscheinlich sogar mehr, als sie bei uns im Laden verdienen und haben dafür mehr Freizeit, so. Das ist halt irgendwie ein bisschen problematisch. Du brauchst einen Sponsor, damit du die Leute besser bezahlen kannst. Ja, das wär's. Oder die Staatskasse müsste pleite gehen, damit die Stadt sich nicht mehr so eine hohe Stütze leisten kann. Was war denn? Ich hab vielleicht einen Sponsor. Wenn wir können vielleicht einen Sponsor in Land ziehen, wenn wir einen Großauftrag machen. Wir wollen momentan bei uns, ist ein Erlebnispark jetzt. Ja, das hast du ja erzählt. Wir machen Umbaumaßnahmen. Vielleicht können wir ein Großprojekt machen, wenn du deinen Laden wechseln willst, dahin. Weil da sind halt, ne? Da hast du halt viele, die mal vorbeikommen. Und vielleicht können wir den Typen sogar noch als Sponsor anziehen. Damit er vielleicht investiert, so. 1-2 Millionen. Weil das Ding ist, wir haben direkt da bei diesem Theater, was da ist, ne? Da ist da direkt so ein Breakfast-Laden mit drin. Da könnte man zum Beispiel Kodis reinballern. Boah, das wäre richtig geil. Das Theater ist... Ja, wir können doch gleich mal hin. Ja, wir können da gleich mal vorbeifahren, wenn du möchtest. Ja, lass uns das doch mal anschauen. Wir können ja den Architekten mit einem Großauftrag, können wir den geben, vielleicht kann er nur Sponsoring machen. Ja. Dann kannst du die Leute besser bezahlen und schönere Angebote machen für bezahlen. Und vielleicht können wir auch vielleicht Werbung machen, dass wir jemanden suchen für dich im Laden oder so. Wo ist Mila? Ich glaube, Mila kann das sowieso ganz gut. Die steht an der Theke. Würde ich fühlen. Klar, ich zu Codys Ehrenmann. Cody ist jeden Tag online und macht jeden Tag 9 Uhr den Laden hier auf. Boah, perfekt fließen! Mila? Cool, ja. Kannst du deinen Babybrust bestellen? Hallo? Warum lachst du? Ja gut, dann halt nicht. Warum lacht denn der? Mila, bestellst du mir auch was? Bitte? Dankeschön. Oh, ich heb schon auf. Hallo, schiebst den Roller weg. Ich heb auf. Was hast du? Warum? Kannst du lauter reden? Ich höre nicht so gut. Was ist denn? Hey, Apache. Kein Problem, denn ich kann das regeln. Kein Problem, meine Gegend, mein Sohn. Was ist geschehen? Ich hasse euch alle. Ich benutze halt den Shoulders. Versteh nicht, was der hat. Wir sehen nur Granate aus. Komm in meine Hand. Was hat er? Was? Mila? Ja? Komm mal kurz mit. Okay. Du weißt doch bei uns im Theater, ne? Ja. Da nehmen es doch so ein Essensland, Taco-Bump, ne? Mhm. Cody überlegt, da hinzuziehen. Ui. Willst du bei Codys arbeiten dann?
Weiß hast du Bock darauf? Vielleicht. Wir haben doch schon mal beim Frank in Tankstelle gearbeitet. Ja. Wir können da arbeiten, ne? Wir können da arbeiten. Also, du hättest ein bisschen hättest du Bock, ne? Manchmal. Ja, schon. Wir sind doch eher im Park. Dann kommt ja, ihr auch da. Richtig. Okay, dann sag ich Bescheid. Ich liebe deine Füße. Ich habe eine Idee. Hm? Wenn Cody zum Park zieht, wir sind eh da. Mila würde auch arbeiten dann. Hast du gehört, Cody? Nee, was denn? Wenn du im Park ziehst mit deinem Laden, ne? Wir sind da wohl eh am Park und wir sind immer da. Mila würde auch arbeiten dann. Ja, das ist ja gut gemeint, ne? Das Ding ist halt... Oh, hi, Cody. Hallo. Ihr seht jeden Tag an, Alter, habt ihr einen Perückenladen überfallen? Das Ding ist aber, das hat aber auch einen Vorteil, weil wir sind am Park und wenn du frei machst, dann kannst du zum Beispiel Johnny fangen, ob der aufpasst, ne? Ob der ein bisschen regeln kann. Na gut, das stimmt natürlich wieder, ne? Mhm. Dann hast du auch frei. Das Ding ist, du bist bei uns in der Nähe und wir können halt mit auf... Verstehst und wir können den Architekten mit einem Großauftrag locken und vielleicht kann Bill der sponsern ein bisschen, ne? Und Hunger also, haben wir auch immer. Dann kann der ja auch Werbung machen. In dem Laden, so mit dem Werbschild. Steig mal mit da ein. Da ist die Blaue, komm mal mit. Ich zeig dir ja, mal den Laden. Ja, ich sag kurz im Laden Bescheid, dass ich kurz zeig. Ja. Gefühl, Lucky, der hatte mich ausgelacht, ne, Jifke? Wieso? Weiß nicht. Weißt du nicht warum? Du siehst gut aus. Danke. Ich hab aber in der Familie das Gute aussehen, würde ich behaupten. Zeig mir, wie wir aussehen. Kann jemand ein Foto machen? Keine da? Nee, wir haben keine Freunde. Hast du einen Selfie-Stick? Mhm. Schade. Und jetzt stell dir mal vor, da ist eine Gang, die kommt und wir gehen hin und kriegen Geld von denen. Wenn wir so dahin laufen. Stell dir vor, so eine Leute kommen und nehmen dir dein Hotel weg. Aber ich finde mich stylisch. Ja, so, das. Ja, deine Haare gefallen mir. Deine Haare gefallen mir auch. Dankeschön. Ich dachte mal, ich probiere eine Mittelscheite. Mhm. Hey, guck mal, da kommt die Modepolizei. Oh, wei, wei, wer seid ihr denn? Da kommt die Modepolizei. Hi. Ehren und der Freund. Der Pein. Nee. Das ist nicht der Pein. Das ist der Zubi. Wer gewinnt von uns beiden bei der Moonshow? Eindeutig keiner. Oh Gott. Keiner? Ja? Also du siehst aus wie Apache in Blond und er sieht aus wie... Wer ist ein Apache? Man sagt's. Wie, keine Ahnung, schwuler MacGyver oder so. Man sagt nicht schwuler MacGyver. Das sagt man nicht. Was sagt man denn sonst? Wir leben in 2021. Ein homosexueller MacGyver. Ich identifiziere mich als Schnecke. Eine doofe, gemeine Kuh bist du, mehr nicht. Genau. Ich kann doch gerne mal Mu machen. Mein chinesischer Freund wird sagen, du bist ein Lassist. Jetzt werdet ihr wieder verhaftet? Nö, das ist die Modepolizei. Hm. Wieso hast du... Jufke! Ist dir aufgefallen, dass kein Schuh trag? Leider ja! Wo gehst du hin? Nach Hause. Gehst du schlafen? Ja! Okay. Dann geh doch. Miau! Burger? Ich hätte einmal gerne eine Tüte Swag. Danke. Und ein Drip am Stiel. Und meinen zwei Erdbeerschicks, aber hab ich die schon? Die hab ich dir schon gegeben, genau, hab ich dir schon hingeschickt. Ah, okay. Ich hab auch Hunger. Schoko. Echt? Ja. Ich hab auch Hunger. Ich hab dir doch geholt auch. Also? Ich hab dann warte. Bei deine Kappi, ne? Ja. Ich dachte, du wärst mit den anderen weg. Nö. Ach, da ist auch der Beatty wieder. Meine Freunde haben mich doch nicht verlassen. Beatty, guck mal, ich hab mir aus. Mila, die hab ich da drüben stehen lassen, nicht du. Ui. Ui. Guck mal, Beatty. Hallo? Ich hab mir aus diesen Kopfschützern und diesem USB-Handy-Headset ein Headset gebaut. Nein, bin ich gar nicht. Kein Wunder, dass du ein Gaming-Headset. Ja, ne?
Oh, das ist so nicht wahr. 20 Dollar von dir. Nö. Mach 400, Curtis zahlt. Okay. Mame, wie geht's dir? Nochmal, Mame, mach's dir, sag ich dich. Beutlin! Hallo, Curtis. Hast du heute keine Schuhe an? Nö, ich lauf barfuß jetzt. Geil. So. Wolltest du jetzt eigentlich auch noch irgendwas, oder? Mila hat für mich bestellt. Okay. Dann, zack, einmal die Karte hier durch. Oh, genau. Auf die musst du aufpassen. Mach ich. Die sagt in 2021 das Wort schwul noch. Ah. Mhm. Und sowas nennt sich Polizistin. Aber eine hübsche Polizistin. Sowas Ekelhaftes. Ah, jetzt einmal. Ey, Curtis. Nö. Na. Möchtest du mal was wissen? Geh weg. Möchtest du mal was wissen? Geh weg. Warum weinst du? Hallo, die bedrängt mich hier. Möchtest du was wissen? Gleich schlag zu. Dann taser ich dich. Die Nase. Dann schlag meinen Freund auf dich ein. Ja, dann taser den noch nicht. Test und nicht. Ich schock dich. Ich habe noch einen Schlagstock dabei, dann kann ich euch alle vier umknüppeln. Kannst du nicht. Ich habe Kopfschmerzen vom Weinen. Knüppel dem mal lieber nicht so viel Artilleriefeuer in die Kehle, du Alkoholiker. Bei deiner Stimme. Das gibt Brett. Das lass mir nicht gefallen. Wenn du mich schlägst, ich schwör's dir, ich nehm den Knüppel. Warum wird hier getasert? Oh. Alter, komm. Haut er mich! Hey. Die Cops, die Penner! Die hat mich getasert einfach! Oh, reicht jetzt. Knüppel den und ich hau dich. Der hat mich einfach getasert. Reicht jetzt mit rumschlagen. Das ja, du hast aber mich getroffen mit deinem Schlag und ich habe ihn. Ich kann dich auch nur mal treffen. Hallo? Arschpellner. Der hat mir einfach Stromschlag gegeben. Blitzschnell. Sarin, ich hätte gerne ihre Dienstnummer. Ja, die tasert mich einfach. Die 04. Gib weg von mir mit deinem Knüppel. Na, knüppel mich doch, knüppel doch. Was soll das? Knüppel mich doch. Wenn jetzt noch ein Knüppel kommt, die ganze Zeit und dann hau dich nicht. Was soll du taserst mich nicht einfach. Gib weg. Aua! Duft. Geh weg hier. Oh Mann, arme Curtis, geht's dir gut? Die tasert mich einfach, Alter. Bitte, mach das Messer weg schnell. Oh mein Gott. Warte, ich wirf das hier im Müll ein. Werf weg. Oh Mann, geht's dir gut, Curtis? Scheiße. Die Frau, ne? Helf mir eine. Warte, die Tante macht gleich Mundbeatmung. Hol mal die Zunge, der hat die Zunge. Oh, weil wir müssen weg, glaube ich. Oh, ich muss weg. Komm, wieder rennt. Schreibt euch den Kollegen mit dem Badehose-Hut. Nimmst du mal die scheiß Knarre runter? Willst du mich verarschen? Alter, was ist hier denn los so? Erstmal State Prison jetzt. Cody. Hammer, ne? Die tasert einfach, hören Alter. Sie mich? Aua. Hören Sie mich? Ja. Aua. Wo, was haben Sie abbekommen? Ein Schlagstock in die Fresse. Okay, Krankenwagen ist auf dem Weg. Aua. Alles wird wieder gut. Aber wenn Schießerei ist, brauchen die halbe Stunde, bis die da sind, Alter. Aber wenn einer angegriffen wird, Junge, sofort ganze PD da. Junge, wie viele kommen denn da noch, Alter? Ich hab, glaube ich, 5 Waffen bei. Okay. Aua. Sind Sie ansprechbar? Das ist schon mal gut.
Was tut Ihnen weh? Was ist passiert? Ich habe einen Polizeiknüppel ins Gesicht bekommen, aua. Mein ganzer Kiefer tut weh. Okay, und mein Knick. Alles klar. Da kommt sogar ein Helikopter, willst du mich verarschen, Junge, Alter? Geil. Und ich habe in der Brust so Stecker drin vom Taser. Okay, aua. Gut. Das kriegen wir alles hin. Wird alles gut. Ganz ruhig. So. Kompletter Krieg hier, Alter. Ja. Hey. Ja, mach das. Ich bin gerade im Einsatz. Alles klar, bis gleich. Nur Schläge, okay. So. Gegen Kopf? Ich helfe Ihnen gleich mal hoch, dann setzen Sie sich bitte direkt wieder hin. Okay, schau ich mir gleich hin. Hast du schon Infos weitergegeben? So. Haben Sie mal ein Perso für mich? Ja. Warum das denn? Da. Perfekt, danke. Das ist eine Polizeibrutalität. Haben Sie irgendwie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit? Ja, ganz, ganz dolle Kopfschmerzen. Okay. Junge, die rücken mit dem Smoothie an, Alter. Willst du mich verarschen? Haben Sie Allergien? Ja, gegen Bullshit. Nein, jetzt wirklich. Ist wichtig für mich, die Info. Nein, ich hab keine. Gibt's einmal einen kleinen Stich. Ich sehe schon, die SMGs rattern und Harry schreit. Dann lege ich Ihnen mal eine Infusion an mit einer Ibo-Lösung, dann werden Ihre Schmerzen gleich etwas besser und dann bringen wir Sie mal für ein MRT nach Pillbox. Junge, das SWAT, willst du mich verarschen? Hier kommt das SWAT angerückt wegen sowas. Wo sind die sonst so immer? Hey. Moin, hast du noch einen Platz für eine dritte Person bei dir? Ich hab noch zwei Plätze. Willst du mich prellen, Junge? Natürlich, ne? Das ist ein Helikopter, zwei SWAT-Panzer, alles. Ja, das kriegt der Herr hin. Dann bringen wir ihn bei dir mit in RTW. Aber bei Geiselnahme kommen drei Kopfschleifen. Ja. Dann stütze ich sie mal, kommen Sie mal mit. Aua. Wer ist der Herr? Mila! Ich will sterben! Dass ihr Zugriff drauf. Was hat er denn? Schlagstock ins Gesicht bekommen, Tasernadel in der Brust. Ja, dann setz ihn vorne hin. Hämatom im. Auf der Brust. Okay. Hast du alles Manf-Triage, ne? Ist alles in der Manf, genau. Okay, wunderbar. War auch reiner Zufall, dass ich gerade hier war. Alles gut. Hier soll noch ein Dritter gewesen sein? Ja, ich hab auch drei gesehen, aber ich weiß nicht, wo der Dritte ist. Oh. Puh. 3 Stunden Knast, gar kein Bock. 2 Helikopter sogar. Einmal SWAT-Helikopter und der normale. Und 2 SWAT-Panzer. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Streifen und eine. Und Dings. Eine Zivilstreife. RTW 3 mit 2 verletzten Personen auf dem Weg Richtung MD. Charter 7. Richtig gut. Das war reine Polizeibrutalität. Ja? Mhm. Vielleicht haben sie sich auch einfach nur gewehrt. Wer hat sich gewehrt? Ja, die Polizisten. Nee. Die hat mich im Laden die Frau getasert einfach. Und dann habe ich mich gewehrt. Ja, Delicious. Unity ist gut versucht. Und das sieht man doch, ne? Böse Irren. Da petze ich den O'Brien.
Du bist böse, Erlen! Böse bist du! Du bist so böse! Komm mit! Du alten Taserschießerin! Setz dich mal hier vorne ein bisschen hin, auf den Stuhl, da an der Ecke. Oder ein Rollstuhl, genau. Kommt gleich jemand zu dir. Ja. Schotti, keine Ahnung. Wie meinst du da Zähneordner? Und Herr Kalin Farbe, Dank für den Prime 4. Und Terz, Dank für den Prime 3. Und Z zu dem Elevio, danke für den Prime 5. Und Montino, danke für den Wisdom 44. Hallo, was habt ihr gegen meine Haare, Mann? Die Waffen sind legal, die ich dabei hab. Boah, ich hab schon wieder Magic Fingers überlesen, ne? Dankeschön für 10 Gifted Subs nochmals gestern schon. Vielen Dank, Buddy. Ich hoffe, du bist noch hier. Und VREX, danke schön für den Wisdom 29. Und Johnny, danke für den Prime 2. Und Nabend. Orfully, danke für den Prime 43. Herr, oder die Dame, Entschuldigung. Und Brad Bratterson, Dankeschön für den Prime 8. Und Prepperson Plap, oder? Ist Twitch wieder kaputt. Und Vic, Dankeschön für die Wisdom 19. Hier, mein Schutzgeld, bitte nicht hauen, ich hau nicht. Exodus und so hatten wir schon, ne? Dankeschön, Magic Fingers, vielen Dank. Und auch Alagnam, vielen lieben Dank. Oh, sie sind hingefallen? Ne, nicht hingefallen. Ich habe ein Bild aufgehängt. Ach so. Herr Kusch? Ja. Also, Schlagungsgerät bekommen, Tasernadeln in der Brust, ja. Im Oberkörper, starke Kopfschmerzen. Ja, dann kommen Sie doch mal mit mir nach hinten. Die Erin ist böse. Wie finden Sie meine Haare? Naja. Schön, ne? Stimmt. Poak bitubu. Jedem das, was eingefällt. Genau. Ich sehe wieder verschwommen. Naja, wenn man einen Schlagstock gegen die Nase kriegt oder gegen den Kopf, kann das gut passieren. So, einmal bitte hinsetzen. Hinsetzen? Hm? So? Okay. Ja, genau, so ist super. Tasernadeln in der Brust, Breitung am Oberkörper, starke Kopfschmerzen. Okay, dann gucken wir mal. So, oh. Das. Dann ziehe ich mir erstmal Handschuhe an. Deine Freundin ist böse, Dexis. Die hat mich einfach getasert. So, dann gucken wir da doch mal drüber. Dankeschön, Miss Medizinfrau. Kein Problem. Okay, Hämatom am Kopf, das ist klar, vom Schlagstock. Dann Hämatom auf der Brust, da sieht man auch sehr schön die Abdrücke vom Schlagstock. Oh, hat die nochmal drauf gehauen? Rechter Oberarm. Da ist sie wohl dran vorbeigeschraubt. Das war die Frau vom Opein. Ich kenne die. Ich mache Anzeige und Gegenschlag. Okay. So, dann einmal bitte stillhalten. Okay. Muss man einmal ganz kurz gucken, ob da ich da noch einen Tasernadel finde. Vorne an der Brust. Ja, da haben wir doch eine. So, das zieht ein kleines bisschen. Und raus. Aua. Und noch eine zweite. Ah, da oben. Okay. Und das zieht jetzt auch nochmal und raus. Dann packen wir die beiden.
Okay. Dann hole ich mal ein bisschen Salbe. Kann ich einen Verband um den Kopf haben wie Ninja? Nee, das wäre ein bisschen übertrieben. Oh, boah. So. Das ist immer eine Strenge. Sie sind sehr streng. Jetzt gucken wir mal ganz kurz nach. Also, ich nutze jetzt Heparinsalbe, um die Prellung abzudecken. Denn Heparinsalbe wirkt dem entgegen. Da werden die nicht so grün und rot und blau, sondern dann werden die relativ schnell wieder Hautfarben. So, einmal einschmieren. Dann haben wir noch eins hinten am Kopf. Können Sie mein Herz hören? Jetzt gerade nicht, weil ich sie gerade eincreme. Ich kann nicht ihr Herz jetzt gerade hören. Ich dachte, das geht beides gleichzeitig. Nee, das geht nicht so gut. Ich muss das Stethoskop ja festhalten. Aber. So, einmal eincremen. Okay, wie sieht es momentan mit den Schmerzen aus? Tut immer noch ganz doll weh. Tut immer noch ganz doll weh. Okay, dann gucken wir jetzt gerade mal, dass ich da mal nochmal nachgucke. Tesernadeln sind draußen, Hämatome sind versorgt. Guck, ob ich irgendwo noch eins finde. Hinten am Nacken ist keins. Oberarm ist gemacht. Okay, dann kriegen sie jetzt noch eine Novamin von mir. Eine Tablette. Eine Tablette, die können Sie gleich einnehmen. Jetzt sofort? Jetzt sofort. Okay. Hier haben Sie noch ein bisschen Wasser von mir. Dankeschön. Bitteschön. Muss man die kauen? Mm-mm. Aber ich habe die gekaut. Ja, das macht auch nichts. Schmeckt okay. Ein bisschen eklig, aber runterschlucken ist besser. Hab genommen. Okay, perfekt. Bin ich jetzt im Gefängnis? Nö, nicht, dass ich wüsste. Also kann ich nach Hause? Ja, soweit ich weiß. Dass bei mir ist keine Notiz hinterlegt, dass sie irgendwie unter Beobachtung oder Verhaftung sind. Okay. So, dann einmal ganz kurz gucken. Curtis Kuster. Bleib nur ganz kurz die Akte. Ich war schon oft im Krankenhaus. Echt? Ja, warum? Weil ich immer verletzt bin. Ja. Okay, muss das sein? Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür? Gestern wurde auf mich geschossen auf dem Highway. Oha. Einfach so. Ich wollte nur zum Erdbeerfeld arbeiten. Na, wurde auf sie geschossen? Ja, von so einer Gang. Einfach Oha. So. Dann das ist aber nicht gut. Streifschuss habe ich. An Schulter. Mhm. Und ich wurde doch schon mal verprügelt. Ja, das kenne ich. Die ganzen Leute benutzen immer Waffen. Das ist leider so, ja. Die sind alle bekloppt. Viel zu oft. Ich habe noch nie eine Pistole in der Hand gehabt. Echt nicht? Mhm. Okay. Ich schmeiße immer mit Schlappen. Deshalb habe ich auch keinen Schuh an. Aha, weil sie den Schlappen geschmissen haben. Mhm. Nach der Aaron. Ne, die habe ich geschubst. Und dann hat die mich verprügelt. Aber die haben sie geschubst und dann hat sie verprügelt, okay. Ich war in Coldies. Ja. Und dann war die da. Ja. Und dann hat die das Wort schwul benutzt. Ja. Und wir haben 2021, da sagt man nicht mehr schwul. Was dann? Dann habe ich mich aufgeregt. Dann hat sie gesagt, wenn ich weiter so mache, dann testet sie mich. Dann wurde ich lauter und dann hat die mir in die Brust geschossen. Aha, na Herr Kusch, nochmal die Frage, was sagt man dann? Entschuldigung? Wenn man nicht schwul sagt, was sagt man dann? Homosexuell. Ist das Gleiche? Ja, aber das schwul wird oft als Beleidigung verwendet. Ja, geht's. Also je nachdem, wer es sagt und wie es zu einer Person gesagt wird. Und sie wird, hat ja? Das sehr aggressiv gesagt. Okay, wenn Sie meinen. In meinen Ohren schon. Man sagt ja auch nicht mehr, da liegst du, Lutscher, sondern da ruhen sie sich aus, der Herr. Ja, das sagt man den Gangs. Ich glaube, da denkt die ja. Anders.
So. Ha, da ruhst du dich aus, der Herr. Aber cool, dass die weiß dann, dass man den Gang sagt. Okay, was haben wir denn da? Tasernadeln im Thorax. Und Hämatome vom Schlagstock. Was okay. Ist denn ein Hämatom? Ein blauer Fleck. Behandlung. Also wurden die Schlümpfe geschlagen auf dem ganzen Körper? Nee, die sind, glaube ich, immer blau. Die trinken zu viel. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass es beim Schlumpfhausen nur ein Mädchen gibt? Ja. Die muss ganz viel Spaß haben. Das haben Sie gesagt. Ja. Stehe ich zu. Arme Schlumpfine. Also. Irgendwas tickt hier. Ach, die Uhr. Genau. Oh, die geht sogar richtig. Die geht richtig, genau. Ist gleich schon 10 Uhr. Das ist gleich schon 10 Uhr in 7 Minuten, genau. Behandelt. Wussten Sie, dass Kronos der griechische Gott der Zeit ist? Ja. Das steht nämlich auch auf der Uhr. Kronos. Habe ich mir alles selbst beigebracht im Discovery Channel. Das ist glücklich. Aber nach Untersuchung brauchen Sie keine. Muss ich nicht wiederkommen zum Fäden ziehen? Nee, gibt ja keine Fäden. Ich habe ja nichts genäht. So, leichte Medikation. Und Reinigung. Salbe. Kann ich einen Arztkittel haben? Ein Arztkittel? Nee, das geht nicht. Bitte. Haben wir nicht. Und was ist, wenn ich 100 Dollar fallen lasse? 100 Dollar? Das wird nicht lang. Und 1000? Außerdem kann ich ihm meinen gar nicht geben, der passt ihm nicht. Warum? Weil der für Frauen ist. Ja, aber das ist doch auch schon Diskriminierung. Ja, aber es gibt... Ich kann das doch anziehen, nur wenn es für eine Frau ist. Ja, gibt aber verschiedene Kleidergrößen. Das geht irgendwie anscheinend doch nicht. Aber. So, dann kriege ich von Ihnen noch 950. Wo so viel Geld? Aber, ja, das ist nicht viel. Das zahlt eh der Staat. Bin nämlich arbeitslos. So, einmal die Karte drüber. Perfekt. Darf ich aufstehen? Ja, da sind Kann wir ich schon mich fertig. Wieder meinen Polunder anziehen? Natürlich. Und meine Sonnenbrille? Sonnenbrille natürlich auch, genau. Dann können wir auch schon rausgehen. Dankeschön. Gerne. Voll in die Fresse. Verbrecher. Das sind alles Verbrecher. Für mich sind das alles Patienten. Ja, alle gehören in die Klapsmühle. Nee, das sind alles Patienten. Sehr gut. Dankeschön. Dann wären wir schon fertig. Schönen Tschüss, Abend. Tschüss, Frau Strubbelhaar. Danke. Tschüss. Ja. Tschüss und danke, dass Sie einen Tag Leben retten. Ja, ja, gerne. Ich liebe gerne. Euch. Ciao. Bis dann. Und dich liebe ich Deine auch. Wo? Oh. Mila. Ja. Bin wieder gesund. Okay. Ich habe Hämorrhoiden im Gesicht. Wegen Was? Schlagstock. Sitzt du deswegen? Ich sitz doch gar nicht. Echt nicht? Ui. Hallo. Hallo. Kannst du mich im Arm nehmen? Und mein Auge küssen? Ja. Okay, wollen wir? Ja, wo gehen wir hin? Nach Haus oder nicht? Sieke hat mich angerufen, warte. Warte, Telefon, Schweigen stellen. Dankeschön.
Ja. Ja? Ich verklag deinen Laden. Hallo? Ich verklag gerade die Officerin, die dich in meinem Laden getasert hat. Ja, hat die. Ich bin noch in Kampf. Du scheiß Pisser, so. Warum willst du jetzt meinen Laden verklagen? Digga, was quatscht mein Torte an? Der ist noch hier, aber der ist schon fertig. Ich doch nicht, ich bin unschuldig. Ich quatsch deine Torte an, wenn ich will, die kauft bei mir Kaukrop-Mais. Ja, wir verklagen die. Warum? Ja, wir verklagen die Officerin. Ich bin gerade schon dabei, eine Beschwerde. Ich bin im Telefon. Ich bin gerade schon dabei, verlangen hier den Vorgesetzten, um die anzukacken. Weil meine Mitarbeiterin hat auch gesagt, die hat dich einfach getasert, weil du ihre Stimme nachgemacht hast. Mhm, wir verklagen die. Also wenn ich du wäre, würde ich mir den besten Anwalt der Stadt suchen, 3 Wochen darauf warten, dass der sich meldet und dann die verklagen. Okay, mach ich. Easy. Gut, mehr wollte ich auch gar nicht von dir, Curtis. Ich wollte eigentlich nur wissen, was passiert ist, aber Amy hat mich schon alles erzählt. Ich quatsch mit dem Tupen? Ja? Und dann sag ich dir Bescheid. Willst du denn umziehen? Also ich hab zu Johnny gesagt, ich muss das mit Gigi besprechen, aber ich werde es so 2-3 Tagen bei euch. Dann sag du mir Bescheid. Okay, dann sag ich dir Bescheid. So, spätestens zum Wochenende. Okay. Alright, ciao. Tschüss. Yo, was quatscht du meinen Torte an? Hey. Ich doch nicht. Ja, was denn? Was quatschst du dir an? Was wolltest du von der... Ob es dir alles gut geht. Siehst du meinen Finger? Ja, ich kann die 3-Kammer-Herz-Technik. Ich kann es so machen. Pass auf, mein Kerl. Pass auf! Pass auf! Beutlin! Oh, wir müssen jetzt los. Warum? Wir haben keine Zeit. Ihr habt immer Zeit. Siehst du nicht, dass ich Geschäftsmann bin? Du bist der Geschäftsmann, als was? Als Bauchtänzer. Ja, mach mal. Nö. Warum? Komm schon. Ja, wo hast du den gefunden? Ich hab den nicht. Wo ist unser Auto? Nö. Ich bin mit dem Bike hier. Der hat mich einfach gehauen. Und du hast nichts gemacht. Ich hab's nicht kommen sehen. Und dann war die so mitten drin. Aber ich hab den Krankenwagen gerufen. Und die Frau am Telefon war eine sehr liebe Frau. Sehr lieb war die. Aber wo sind die anderen? Zuletzt waren die am Park. Ui, guck mal, Präsenz zeigen. Wer ist denn das? Ach, Gamestone. Fahr mal dran vorbei. Hallo, ihr haltet den ganzen Verkehr auf. Ihr haltet den Verkehr auf. Dann zeigen wir keine Präsenz. Tun wir doch. Echt? Ja, wir fahren sofort immer überall hin. Ui. Ui. Guck mal. Was ist denn hier schon los? Ärger, überall Ärger. Steigt und Ärger. Und steigt und Ärger. Ist überall immer steigt und Ärger. Aber eigentlich ist es nicht so gut, weil dann hauen sich die Leute, wenn die steigen oder Ärger machen. Warte, was ist das denn da? Magi. Magi? Ja. Und dann hauen sich die Leute und dann gibt es Verletzungen, wenn steigt es immer. Dann passiert dann immer und niemand ist hier. Mila, wo fährst du hin? Weiß nicht, hier ist doch kein Schwein. Davon stand jemand im Auto. Echt, wo? Der klaut das. Wo? Wer ist denn der? Wo? Und? Wo? Hallo. Was machst du in unseren Autos? Wer bist du? Beatty. Also, wo sind die anderen? Weiß nicht. Umfahren. Komm jetzt wieder, aber. Cool siehst du aus. Ich bin nicht mal im Gefängnis gekommen. Ich bin weggerannt. Ich bin's wieder. Eure Mila. Aber. Wir müssen das Radio zerstören. Auf der Karre rum.
Was ist da los? Ich hau jedes Jahr in die Auto. Das ist kein Jahr die Auto, das ist vom Dungeon. Oh. Gif hier auf Undercover. Ich war das nicht, ne? War die Aaron, sagst du? Ich bin nicht mal im Gefängnis gekommen. Die hat mich einfach getasert. Der Beat hat einfach abgestochen. Oha. Ja, wir sind mit Schlagring draufgegangen und Messer. Und mit Faust. Hat dich keine verhaftet? Nö. Was hast du gemacht? Hat? Was denn? Ich bin ganz normal bei Cody reingegangen und hab da mal was zu essen bestellt. Die hat schwul gesagt, ne? Man sagt nicht mehr schwul. Das ist Beleidigung. Hat die zu dir gesagt, oder was? Die hat irgendwie, weiß nicht mehr, aus dem Kontext gerissen. Aber schwul ist doch keine Beleidigung. Naja doch, wenn das offensiv gegen jemanden benutzt. Also Schwuchtel, ja, aber Finn, nicht nein, schwul. Nein, Finn, ja. Du bist homosexuell. Richtig. Und was, wenn jemand kommt und sagt, du schwul? So. Dann stimmt das zwar, aber das Problem das ist, die nehmen es ja, offensichtlich als Beleidigung. Ja, die, genau. Nehmen es ja, die wollen dich ja abwerten. Und das ist eine Beleidigung. Ich habe die Rechte der homosexuellen Mitmenschen verteidigt. Dann nenne ich einfach die Ehre nichts mehr dumme Fotze. Das sagt man nicht. Das sagt man nur beim Kiez. Ach ja, stimmt, sorry. Das sagt man nicht. Boah. Am besten keine Beleidigung mehr sagen. Der Jungi Park ist Political Correctness. Ja, PC Boys. PC Boys. Wir verteilen zu Brettau, aber wir sind PC. Ja, erzählt dem Kurt das mal. Nö, ich bin Tilt, ich hab Hass. Oh, ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir haben nochmal mit denen telefoniert. Mit diesen Oden? Ja, ich hab das Mia angerufen und hab gesagt, du richtest 6 Leute hin und denkst, da musst du nie was für bezahlen. Und du kannst dich jetzt entscheiden, ob du dafür Geld fließen lassen willst oder deinen Kopf rollen muss. Und da meinte die, ja, interessiert mich nicht, ruf mich nicht mehr an, ruf diesen Schack an, ihren neuen OG. Ja, und dieser Schack sagt einem, ich habe auch mit dem telefoniert, meinte einfach so, ja, versuch doch Jochen zu richten, ich schaffst du eh nicht. Was? Ja, ich hab dir mit dem Tod gedroht, wenn die 6 Menschen hinrichten kann, dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich die halt wohl rächen. Meinte so, schaffst du eh nicht. Und so ganz trocken, als ob du, ach, egal. Ja, lass dich doch nicht ärgern. Ja, ich hätte den jetzt eigentlich eine Abtreibung verpasst. Dann fegen wir wieder durch an der Psychiatrie. Nee, die wohnen da nicht mehr, die wohnen jetzt woanders. Ach, sind schon wieder Umziehpommes gemacht. Ja, die haben auch wieder, die haben heute alle rot anstatt gelb. Ach so. Dann haben die wohl noch nicht genug von unseren Badehosen. Nicht nur die Umziehpommes, sondern auch noch die Tarnpommes. Ja. Man findet die mal. Viele Pommes mit denen. Wir wissen schon. Wir wissen auch gerade, wo die stehen. Ja, die stehen alle am Diamond Parkplatz gerade. Ich hätte auch gerade kurz reingehalten, aber ich wurde zurückgehalten. Ach nö, wir machen das taktischer. Das wäre taktisch. Ein Adler, den du hast versucht einzufangen. Genau. Wie klein Wellensittich. Ui. Weg Richtung Verzierung. Jetzt denke ich so schön eklig, mach immer reinficken, immer von der Seite. Aber habt ihr das Geld schon bekommen für den Auftrag? Ja. Also nee, noch nicht. Also welches Geld ist die Frage? Wir haben viele Aufträge. Für die, die belegt haben? Was? Ich jetzt pennen. Ja. Klar. Ja, schlaf. Habt ihr mitbekommen mit Cody? Nee. Der will vielleicht die Polen hinziehen zu der Taco-Bombe oder Polen in den Laden machen. Ui, cool. Dann können wir den auch mal, falls mal irgendwer langweilt oder so hat, kann man halt aushelfen da oder so, weißt du? Ja. Ich brauche noch einen Foodtruck-Schlüssel, bitte. Scheiße. Gut, geh jetzt in eine zu Hause rein. Gut. Ja. Ich glaube, ich habe auch Hass. Ich glaube, ich gehe auch lieber schlafen, bevor ich jemanden umbringe. Uiuiui. Ach ja. Schaffst du aber nicht. Schaff ich aber nicht. Aha. Was machen wir Hübschen noch? Ich gehe den Jürgen würgen. Kopf abstechen. Was? So, stechen wir jetzt noch ein paar Kopf ab oder gehen wir aufschlafen? Ich habe die doch gar nicht abgestochen. Der Beat, der hat die abgestochen. Digga, ich hab mein Messer weggeschmissen. Ich hab der von hinten auf den Kopf gehauen, dann kam der Beat, die von der Seite hat Stich gegeben. Beiden. Immer gibt's Ärger und dann manchmal müssen wir dann in Polizei. Warum hast du vorhin eigentlich geweint, Mila? Mit wem hast du telefoniert? Der JFK hat gesagt, ich bin ein Stiefvater. Was für ein Stiefvater bist du? Ich bin ein Stiefvater, hat er gesagt. Ich bin doof und er hat gesagt, ich bin ein Stiefvater und ich bin aus der Waschmaschine. Warst du in der Waschmaschine festgesteckt? Hä? Okay, das wird... Ich glaube, es ist Schlafenszeit, oder? Warum sagen wir, du bist ein Spielverderber? Weil
ich nicht mitgemacht habe, als die Blödsinn gemacht habe, weil die haben gesagt, ich geschlafen, ich hätte gern bitte ein. Ich hätte gern bitte ein. Bei Codys haben die das gemacht und da kam Cody zu mir und hat gesagt, Mila, kannst du übersetzen? Und ich habe gesagt, der Beatty ist nun doof, der hat schon bestellt. Und der Jifke, der macht nur mit beim Doofsein, der ist heute auch doof. Und dann hat der gesagt, ich gehe jetzt nach Hause in mein Bett. Und dann hat er angerufen, ja, ich spiele der, aber ich bin kein Stiefelbär. Boah, ich krieg Kopfschmerzen, Alter. Und dann habe ich gemeint und gesagt, Papa. Nicht weinen. Riech am Finger. Riecht gut? Ja. Du bist kein Stiefverderber, du bist nur ein Stinker. Ich bin kein Stiefverderber, aber ich mache auch mit Spaß, aber... Komm, wir laufen mal davon zum Taco. Dann hatte ich nicht mit Spaß gemacht und dann bin ich gleich ein Stiefverderber. Aber eigentlich... Einer läuft nochmal, einer zu schnell, einer zu langsam. Was kann das werden? Nee, nix früher Streamende. Ich finde meine Frisur schön. Ich sehe ein bisschen aus wie Poggers. Arme Mila. Tinkepäckchenzeit. Sollen wir gleich der See noch gehen? Aber ich habe gestern gelesen, bei Twitter hat jemand geschrieben, ich gucke gerne GTA, aber seitdem der See spielt, gucke ich dann nicht mehr zu. Wo laufen wir hin? Da vorne. Zum Heart Attack. Ja, aber so ein richtiger Dieter wieder. Eigentlich nicht gut, was da steht, ja, aber... Aber hier will Cody einziehen, aber alles ja. Wird eine Fassade neu gemacht haben. Fassade, dann steht da CK und so. CK. Hat er sich das schon angeguckt? Frag ihn mal. Nicht. Okay, geht nicht mehr dran. Der ist in Daisy, Junge. Das wäre schon fein mit einem Cody, aber, ne? Ja, das wäre schon fein. Könnt ihr euch vorstellen, da oben steht dann Cody und so? Ja. Und könnt ihr euch vorstellen, wie wir dann hier Schießerei haben und dann gehen wir anschließend hier rein, ein bisschen snacken? Und ein bisschen feiern? Und ein bisschen feiern? Okay. Ja, geil. Geil! Beitli! Cool. Anan! Was? Was? Ich geh dann auch rein. Alle ich muss nur mein Monopol machen. Ich drück gleich F11. Was? Dann, ja, auf Super Nintendo. Also. Dann Linksklick. Mit Waffe. Okay. Okay. Versteh dann, nicht. Dann gehen wir wohl alles schon schaffen, hä? Huh? Ich ja. Mein. War auch anstrengend heute, ne? Gibt hier nichts mehr. Und bevor die Leute hier mit dem Auto vorbeifahren und sehen, dass wir nur zu dritt sind und dann kommen und uns verkloppen, verstecke ich mich lieber zu Hause. Nein, aber was soll's, ne? Ja, also gehen wir wohl nach Haus jetzt. Da wohnen wir. Ja. Ich hab die gestochen mit Messer hoch. Klar ist der Cody auch in Daisy unterwegs. Mit dem Chap und so, Alter. Ich hab aber geweint. Ich hab auch mal geweint. Ja? Mhm. Oh, warum hast du geweint? Mein Pudding ist runtergefallen. Oh, das macht mich auch immer traurig. Und ich habe den vom Boden aufgeleckt. Oh. Vom Badezimmerboden. Jetzt davon Fotos? Und über ein Video. Oh cool, kann ich das sehen gleich? Hat der Hase gemacht. Hat der Hase. Dann quatsch mit dem. Wer hat denn die Katze geworfen? Was will denn der bei uns? Hä? Was will denn der bei uns? Opa will die Bunker da. Ja, Opa will die Bunker.
Ja, soll ich dann jetzt zum Baccarat-Club kommen? Ne, der hat geschlossen heute. Ach so, weil sonst hätte ich die 20 Flaschen Rauchsaugenpölzchen. Aua, warum schlägst du mir in die Presse? Was? Arschloch. Die Mila? Ja. Wieso schlägt ihr dich denn schon wieder? Der hat mir einfach in die Presse gehauen. Beruhig dich erstmal wieder. Wo bist du? Wir sind hier alle. Wir wollten schlafen gehen. Ach so, schade, weil ich wollte dich unbedingt nochmal sehen. Ich habe mich schon ein bisschen verliebt, da muss ich ehrlich sagen. Ich meine, Dinge passieren. Manchmal rutscht man auch aus mit der Frau. Zu viel Stimmen in meinem Kopf. Okay, wir treffen uns frohe Morgen und Pavel de Bunker. Okay, schlaf gut, mein Lieber, ne? Tschö, Jupp. Du entschuldigst dich. Du entschuldigst dich. Was? Entschuldige dich. Ach so, ja, Nimm mich im Arm. Und sag. Sag, 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 Tinkepäckchen. Tinkepäckchen. Jetzt geh rein. Jetzt geh rein. Lach nicht.